kannst du nicht nach Hause gehen. Warte, ich schätze, ich habe etwas gefunden. Der globale Meeresspiegel steigt immer schneller an, insbesondere dank des Beitrags schmelzender Gletscher und Eiskappen. Er hat sich von 1,4 mm pro Jahr im Zeitraum 1901-1990 auf zuletzt 3,6 mm pro Jahr im Zeitraum 2006-2015 erhöht. Im Mittelmeerraum ist der Meeresspiegel in den letzten 50-60 Jahren weniger stark gewachsen als die globalen Werte. Tatsächlich können Variationen auf regionalen Ebenen auch erheblich von Variationen auf globalen Ebenen abweichen. Der kontinuierliche Anstieg des Meeresspiegels wird auch gemäß den Klimaszenarien erwartet, beispielsweise mit Schätzungen von 32 plus oder minus 8 cm für 2050, den am wenigsten optimistischen Fallen. Es sollte beachtet werden, dass das Jahr 2050 relativ nah ist und die mit Klimamodellschätzungen verbundenen Unsicherheiten viel kleiner sind als die Unsicherheiten über weitere entfernte Zeithorizonte, zum Beispiel 2100. Der Anstieg des Meeresspiegels überlagert von meteorologischen Extremereignissen, zum Beispiel besonders starke Störungen, wie die Sturmereignisse, die in der Vergangenheit sehr lange Wiederkehrzeiten hatten, deutlich häufiger werden lassen. Bei gleichen meteorologischen Bedingungen führt ein Anstieg des Meeresspiegels zu häufigeren Überschwemmungen. Und dies geschieht in Chioggia, wo in den letzten 50 Jahren die Häufigkeit von Hochwasserereignissen kontinuierlich zugenommen hat. Obwohl die Häufigkeit ungünstiger meteorologischer Bedingungen nahezu konstant geblieben ist. Hochwasser kann auch viele Dinge von historischer Bedeutung ruinieren. Das wäre ein großer Verlust für alle. Aber was können wir tun, um die Wahrscheinlichkeit von Hochwasser zu verringern? Wir alle, normale Menschen, können zur Verlangsamung der globalen Erwärmung beitragen, die der Meeresspiegel ansteigen lässt. Verwenden Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder oder gehen Sie zu Fuß, anstatt Autos oder Mopeds zu benutzen. Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie unter Danke. Schade, dass Sie nichts getan haben.